Hallo, hier bin ich mal wieder und jetzt muss ich schnell reden, weil einfach nur die drei Ritter hintereinander kommen. Und zwar vom Turnier in Peacepool. Wir waren das Wochenende nach dem Geländelehrgang auf meinem zweiten Turnier für diese Saison in Peacepool. Ich habe ein E Federzeit genannt, ein Punkte A Federzeit und nochmal ein ganz normales A ein Sterne Federzeit. Und nachdem ja keiner, was rede ich denn heute schon wieder? Prussendorf, nicht so gut war, wollte ich unbedingt das E vorher reiten. Da es ein Federzeit E war, habe ich mir vorgenommen, wenn ich das Gefühl habe, dass er gut läuft und dass er gut über Sprung 1 kommt, dass ich einfach mal versuche, ein bisschen frischer zu reiten. Das ist ja einfach im Federzeit so der Fall, deswegen ist es jetzt nicht so harmonisch in Anführungsstrichen. Ich war aber unfassbar stolz, weil ich bin mit genügend Skepsis rangegangen. Ihr erinnert euch, in Prosendorf bin ich vom ersten Sprung runtergeflogen, weil er so energisch beim zweiten Mal geparkt hat. Das heißt, ich bin diesmal wirklich energisch geritten. Ich bin hinten geblieben. Ich habe das Selbstbewusstsein, was ich mir beim Geländelehrgang geholt habe, mitgenommen, habe wirklich mich konzentriert, dass ich vorm Sprung nicht nach vorne falle. Und es hat richtig gut funktioniert. Also auch hier, klar, wir sind da noch ein bisschen sehr schneidig durchgekommen. Hier hat er leider nicht auf meine Sprunghilfe reagiert. Dafür konnte ich aber hier die Kurve gut durchreiten. Da ist er mir ein bisschen über den äußeren Schenkel weggeflogen. Aber mir ging es jetzt bei diesem Ritt, hier bin ich da fast runtergeflogen hier. Oh, er ist plötzlich vor der Maria so zur Seite gegangen. Oh, hat es mir voll leid getan, weil ich mich voll im Zügel festhalten musste, aber ich wäre sonst echt runtergerutscht. Das hat mir echt ein bisschen leid getan. Ansonsten war ich aber echt zufrieden. Er war gut an den Hilfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war natürlich nicht perfekt harmonisch, aber es war einfach auch kein Stilritt. Wir sind gut überall rangekommen, bis auf die 3 war es, glaube ich. Also war soweit gut. Was mich sehr überrascht hat, wir waren im Mittelfeld, obwohl wir meiner Meinung nach sehr flotte Zeit hatten, aber die anderen waren einfach noch viel schneller. Also Fehlerzeit ist schon echt was anderes. Ich bin dann aber mit einem sehr guten Gefühl hier ins Punkte A in Sterne reingegangen, weil er einfach so schön im E gesprungen ist, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das waren ja im Endeffekt die gleichen Sprünge. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht wegen des Jokers. Den seht ihr jetzt hier gleich im Bild. Das ist halt einfach nur eine Planke und darunter ist nicht viel. Aber ich mir dachte, ich gucke einfach, wie er läuft. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist ein bisschen unrund, dann reite ich den Joker nicht an. Und wenn es gut läuft, reite ich den Joker an. Hier bin ich jetzt auch überhaupt nicht auf Zeit geritten. Ist grundsätzlich natürlich ein Fehler, Zeitspringen. Aber mir ging es jetzt einfach darum, die Runde schön hinter uns zu bringen. Es ist ja erst unser zweites LPOA, ein Sternespringen. Und ja, da ist bei mir auch einfach viel die Nervosität dabei. Ist euch übrigens aufgefallen, dass ich zum ersten Mal in Blau geritten bin? Oh. Ich habe mir nämlich jetzt ein blaues Jackett gekauft und heute auch einen blauen Helm. Und das Pferd läuft auch in Dunkelblau. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Also hier vor 2 hatte ich auch echt Respekt, muss ich sagen. Ich fand den relativ hoch für einen A1-Stern. Und da denke ich halt immer so, was, wenn er nicht springt? Hier ist er mir leider in Außengalopp gesprungen. Aber ich habe mich einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich habe mich wieder schön reingesetzt. Hier hat es einmal geklappert. Da dachte ich, die wäre vielleicht gefallen. Aber alles gut. Und jetzt hier zu 5, das war leider einfach mein Fehler. Also ich habe ihn in der Kurve so rausgenommen, um gut um die Kurve zu kommen und hätte jetzt einfach vorwärts reiten müssen. Aber da habe ich leider ein bisschen gepennt. Nicht schlimm. Dadurch ist die Stange gefallen. Ich habe mich dann jetzt hier entschieden, einen großen, weiten Weg zu gehen. Ich wollte eigentlich vorher vor dem Gelben rum. Einfach um jetzt wieder einen rhythmischen Galopp reinzukriegen, wieder mehr vorwärts zu reiten, nicht so auf der Stelle rumzugurken. Und das war auch super, weil ich hatte echt ein richtig gutes Gefühl während des ganzen Parcours, sodass ich mich dann jetzt echt getraut habe, den Joker anzureiten. Ihr seht, dass er manchmal noch so ein bisschen in der Luft steht. Da muss ich einfach jetzt dran arbeiten, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass wir anfangen, langsam rhythmisch durch die Sprünge zu kommen, dass ich dann einfach noch ein bisschen mehr vorwärts reite. Oh, ich war so glücklich, als ich diesen Joker gesprungen ist, weil ich die ganze Zeit, man hat das halt doch im Kopf und denkt, okay, was, wenn er jetzt irgendwie abbremst oder was weiß ich. Ich war einfach ultra happy. Wir hatten 37 Punkte dann nur, damit waren wir natürlich auch so im Mittelfeld, aber gar nicht schlimm. Ich war so glücklich, dass er alles durchgesprungen ist und dass halt einfach dieses Selbstbewusstsein langsam auch wieder zurückkommt, dass ich zum Reiten komme. Und ja, dann kann man natürlich auch wieder irgendwann an solchen Sachen arbeiten, wie mehr vorwärts zu reiten. Und ja, jetzt geht es gerade erstmal einfach darum, Erfahrungen zu machen, sicherer zu werden, bevor man dann jetzt auch an die Feinheiten geht. Vom letzten Springen muss ich sagen, habe ich echt überlegt, ob ich es reiten soll. Mir ging es gesundheitlich nicht so gut. Ich bin danach auch richtig krank geworden, also hatte so ein bisschen Erkältung und Grippe. Und es waren 2 Stunden dazwischen. Quintino hat sich auch komplett runtergefahren. Wir haben ihn halt am Hänger fressen lassen und abgesattelt. Und so war halt leider auch ein bisschen das Springen. Also, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr vorwärts reiten als im anderen A1-Sternenspringen, weil es halt wieder Fehler Zeit war. Und dadurch habe ich irgendwie so ein bisschen geschoben und ich bin wieder super oft nach vorne gefallen. Also, das sieht man auch jetzt bei den Sprüngen ganz gut. Am Anfang war es ja noch so weit okay, aber er ging jetzt auch wieder sehr oft ins Hebeln rein und jetzt die Kombination war ein kompletter Albtraum. Da habe ich mich so ein bisschen vorher auch verrückt machen lassen und dachte, oh, eine Kombination und schaffen wir das. Und er hat hier vorne reingeglotzt wegen der Planke. Dann ist er aus dem Stand raus, 2 gemacht statt einem und raus. Es war einfach unrhythmisch, nicht gut geritten, ich bin nicht gut geritten, ich saß nicht gut, ich bin schon wieder, hier hat es gerade richtig deutlich gesehen, vorm Sprung nach vorne gefallen.
Hier hatte ich jetzt meinen Zügel, glaube ich, irgendwie verloren oder irgendwas. Ach, ich weiß nicht. Es war einfach kein guter Ritt. Solche Tage gibt es auch. Jetzt hier zu 6 wurde es gut und jetzt zu 7 passiert das. Die Rechnung, die Quittung dafür. Und ich habe mal wieder den Sand geküsst. Ich muss sagen, in dem Fall war ich jetzt gar nicht so enttäuscht, weil es dann einfach zu 1000% mein Fehler war. Also, ich habe es ja schon im Springen halt vorher gesehen, dass ja, wir halt einfach nicht so gut an dem Moment harmoniert haben und das war jetzt die Quittung dafür. Nicht schlimm, mir geht's gut, ihm geht's gut, wir lernen raus und irgendwann lasse ich meine Schultern hinten. Das war's für heute. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!